Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht in Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard. Naja, so schaut's aus. Wir sind immer noch hier mit Isengard dran. Jetzt lasst mich hier nur ganz kurz gucken. Ja, sieht doch alles super aus. Sehr schön, denke ich mal. Und wir haben noch so ein paar Schlachten vor uns. Isengard zum Beispiel, oh je. Dol Guldur, das müsste gehen gegen eine Blödkopfeinheit. Und der Rest muss eigentlich auch ganz chillig sein. Jetzt holen wir uns erstmal hier Angmar. Easy peasy. Nach wie vor natürlich gilt der Aufruf für mein Community Clash Projekt. Herr der Ringe, die Schlacht in der Erde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Community Clash. Wo ihr mitmachen könnt, sofern ihr Herr der Ringe, die Schlacht in der Erde 2, Aufstieg des Hexenkönigs habt. Dann könnt ihr da mitmachen. Und alle wichtigen Infos dazu auf meinem Kanal. In dem entsprechenden Infovideo. Macht mir zumindest eine Menge Spaß, muss ich ganz ehrlich mal gestehen. Das Spiel ist sehr gut. Und insgesamt, gegen euch zu spielen, ist äußerst spaßig. Wirklich äußerst spaßig. Hä? Jetzt. Genau. Und ja, so schaut das Ganze aus. Es macht einfach nur Spaß. Na, was? Der hat den Troll umgeritten. Was geht denn jetzt ab? Ah, da ist der Feind. Ja, umso besser. Na gut, der legt sich da. Er greift sehr langsam an. Aber der macht das schon. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh! Okay, pass mal auf hier. Kannst du den da angreifen? Jetzt muss ich mal gucken. Ich will nämlich nicht mein Zeugs hier verlieren. Ich glaube, ich baue mal eine Festung. Ja. Irgendwo hier war er wohl. Das sehen wir jetzt gleich. Ja gut, aber der Troll, der macht jetzt hier echt nichts. Der ist ja instant tot. Ja, das können sie. Sollen sie nicht, aber sie können es. Das sind sie ja. So. Schafft er das überhaupt? Das ist die große Frage. Naja, renn den mal hinterher. Und ja, hier greifen wir jetzt an. Da geht alles kaputt. Ich habe ausgerüstete Einheiten. Dagegen hat der natürlich keine Schnitte. Ne? Was will er da bloß machen? Nichts, richtig. Ich weiß nicht, was der da mit dem Boden macht, aber es gefällt mir nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für solcherlei Zeugs. Nee, nee. So nicht. Ach, eine Festung haben die auch noch. Ja klar, warum auch nicht, ne? Ah, jetzt aber. Was macht der da dauernd? Die hätte mich ja schon mal sehr interessieren, was das für ein Schwachsinn sein soll. So. Die Wölfe sterben. So, und jetzt hauen wir die Festung kaputt. Das müsste recht schnell gehen. So. Wow, der Zuchtmeister hält aber viel aus. Ja, komm. Danke. So, alles einfach drauf. Es müsste passen. Ich hoffe mal, dass ich keine Truppen verliere. Aber sicher kann man sich da ja nie sein, ne? Naja. So. Die Wölfe sterben. Da stirbt alle. Nee, das ist doch gewonnen, oder? Das ist doch eindeutig gewonnen. Aha, den Baumeister lass mal am Leben. Interessante Wahl, Scharko, was du da machst. Sehr interessante Wahl. Aber gut. Warum auch nicht? Ja, hilft mir. Was ist das? Stufe 9 und hält nichts aus.
Das ist so nervig. Na gut, das waren ziemlich... Ja, 38 irgendwas. Das war schon ziemlich gut. So, dann können wir uns das Tal von Imlatris noch holen. Bruchtal, glaube ich. Ne? Tal von oder des? Von. Von Imlatris. Imlatris? Jetzt bin ich verwirrt. Im. Ich glaube, es war Imlatris, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? Du! Nichts wird euch... Ja, genau. Eure Waage. Aha. Niemand kann uns trotzen. Niemand kann uns trotzen. Wir haben viel zu tun. Ja, die haben wirklich viel zu tun. Kein Erbarmen. Keine Gnade. Und vor allem nicht eure Unterhosen. Das ist nämlich unschicklich. Macht man nicht. Bleibt zusammen, Urux. Macht euch kampfbereit. Zuhören. Aufpassen, du. Na also. Ein bisschen gefährlich. Was? LOL! Was soll das denn werden? Aha. Ja gut, der... LOL. Was geht hier ab? Oh, wie süß. Und tschüss. Sie sind da drüben. So. Dann bauen wir hier noch ein Sägewerk. Und noch ein Sägewerk. Ja, das haben wir. Na? Und tschüss. Wow, wie fies. Der Dodge war ja so fies. Der war ja so fies. Ach du Kacke, war der unfair. Aber so kann man tatsächlich... Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ihr habt es da gut aufgepasst. So kann man nämlich tatsächlich... den Feuerball ausweichen. Das ist abartig. Aber es geht. Es ist machbar. Was hat denn der hier für Probleme? Niemand widersetzt sich der Stimme Sarumans. Der Sieg ist nah. Attacke! Was? Ah, da war so einer. Okay. Ja, das ist natürlich interessant. Welche Stufe ist denn der gewesen? 4. Haha, Instant Kill! Geil! Ach du große Kacke. Wie OP. Ja klar, warum auch nicht, ne? So. Instant Kill. Schön, süß, gefällt mir, nice. Ja, unser Lager, oh nein. Oh, jetzt kommt sehr coole Musik. Naja, was will er da groß machen, ne? So, jetzt bilden wir hier nochmal aus. Naja, aber ich will nicht mitten in den Bäumen bauen, ne? Ah, der macht das schon. LOL! Wie fies. Aber das passt schon. Das macht alles nichts. Holen wir uns nochmal. Ja, vielleicht.
Also der sollte mir eigentlich nicht sterben, weil das ist teuer, wenn der stirbt. Weil da muss ich jetzt eine Festung bauen und wieder neu ausbilden, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, ne? Tja. Doof, aber in Ordnung. Dann bauen wir jetzt hier eine Festung hin. Ja, Mann. Na, irgendwo hier muss eine Festung hin. Da. Und dann müssen wir hier durchhalten. Was für ein Idiot. So. So, die kriegen auch gut aufs kaputt. Das ist auch nicht schlecht. Nee, aber den Typen will ich wieder ausbilden. Weil der ist an und für sich schon sehr stark, aber da habe ich jetzt ein bisschen schlecht aufgepasst. Nämlich gar nicht. Und dann. Geht der in den Turm? Nee. Finde ich schade. Es wäre cool, wenn die KI das alles benutzen würde. Türme, die Fähigkeiten besser nutzt und. Das wäre richtig nice. Das wäre schon richtig nice. So. Aber jetzt warten wir einfach mal auf die Festung, dann bilden wir den Typen aus, sofern das geht, was gerade nicht der Fall ist, denn... Ja, ich habe nicht genügend... Kommandeurspunkte. Wenn sie noch langsamer reiten, dann... Aber die halten viel aus, schaut mal, wie viele Bolzen die abbekommen. Und das interessiert die gar nicht. Die nehmen ja kaum Schaden. Nicht schlecht. Also... Und hier instant tot, Lanzen, chill. Boom. Auf Wiedersehen. Krass. Na ja, klar, warum auch nicht, ne? Ja. So, da fliegen wir jetzt ein bisschen rum. Der baut jetzt einfach nur für Kommandeurspunkte, nicht für irgendwie mehr. So. Das Ding wird gleich fertig. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Helden wieder ausbilde, bevor der Gegner, toll wie er ist, sagt hier bla bla bla. So, den zuerst. Saruman wird eh von Standard aus wiederbelebt, das ist dann egal. Genau. Ja. Die Krähbein. Kraw. Kraw. Okay, Codewort für diese Episode, Schnecke, weil so langsam wie die Reiter da rumreiten, schaffen sie gar nichts. So, der Typ ist gleich wieder am Leben. Das gefällt mir sehr gut. Oh, jetzt können wir ausrüsten. Wenn der nicht irgendwie... Ah ja, ich habe den Regen zu früh gecastet. Ja, selbst schuld. Macht nichts. Ist alles okay. Bascht. Bascht. Den Mächten der Finsternis. Denen dient er. Und ihnen dient er gut. Den Mächten der Finsternis. Ich diene den Mächten der Finsternis. Wir haben den Feind gefunden. So, wo ist denn der Feind? Ah, hier hat er weiter. Und da, wo nichts ist, wirft er noch Pfeile rein. Idiot. Aber gut, sollen da recht sein. Oh nein, hier drüben sind sie auch. Alle gestorben. So, Lanzen zuerst bitte. Aber das können wir echt mal zerstören. Ja, und dann bilden wir jetzt aus. Na, wenn ich schon mal die Chance habe, wenn der Gegner so blöd ist, mir die Chance lässt, eine Waffenfabrik, Waffenkammer zu bauen. Und dann meine Einheiten auszurüsten, ja, dann mache ich das doch. So. Obwohl, warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich mache das anders. Jetzt kommt nämlich der Trick, den ich mache, wenn ich zu viel Geld habe. Das seht ihr gleich, wie sich der äußert. So. Aha, aha, aha.
LOL! Ich wusste gar nicht, dass da ein Baumeister rumläuft. Gut, getroffen habe ich nicht, aber das ist ja jetzt gar nicht so wichtig, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Passt schon. Boah, irgendwo wirst du bauen können. So. Ah, der schlägt schon nach Zeug, schaut's mal. Der hat eine gute Reichweite. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber, ja, okay. Ruhe jetzt. Urukai. So. Denn was jetzt als nächstes kommt, ist sehr schön. So, der baut das. Na, toll. Okay. Ich hab's probiert. Ich wollte, aber ich habe ausbilden können. Das ist auch in Ordnung. Das passt schon. Ausbilden können ist auch in Ordnung. Hat aufgegeben. Und tschüss, Gegner. Wiedersehen. Ist auch in Ordnung. Passt, passt, passt. Sehr, sehr schön, würde ich mal sagen. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.